Herzlich willkommen, lieber Erik, zu unserem nicht gesellschaftsfähig Online-Talk. Hallo. Hallo. Wir steigen gleich auch ein, weil wir genau in unserem jetzigen Vorgespräch das Thema auch hatten. Du meintest gerade, wir sind in der zweiten Suizidwelle. Kann man das so sagen? Also Corona-bedingt? Ich kann das wiedergeben, was ich bei uns im Laden beobachte. Ich muss immer mit Vorsicht genießen. Ne? Wir haben beobachtet, dass als der erste Lockdown war, gab es so einen Peak von Suiziden. Danach ist es sehr, 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 sehr ruhig geworden. Was ich aber auch so, nachdem ich mich jetzt ein bisschen schlau gemacht habe, durchaus mit dem deckt, was so die Antidepressionskampagnen festgestellt haben, dass teilweise die Suizide runtergegangen sind statistisch. Und was ich aber jetzt spätestens seit Jahresbeginn beobachte, ist eine signifikante Zunahme. Da muss ich aber immer mit Vorsicht sprechen, weil wir dadurch, wie wir arbeiten, glaube ich, häufiger mit Suiziden zu tun haben als andere Bestatter. Aber um dir eine Kenngröße zu geben, wenn wir im Monat sonst vielleicht einen Suizid haben, habe ich gerade 4 bis 5. Und das ist, sagt jetzt nichts über die Prozentzahl, das ist eher, und das ist was uns alle umtreibt, vor allen Dingen, also ihr habt es ja auch im Buch durchaus als Thematik, es ist teilweise so wenig offensichtlich, ne? Also das sind nicht immer die jetzt finanzielle Schwierigkeiten haben, sondern wirklich das Gefühl, was ich auch aus Gesprächen mit Angehörigen bekomme, ist, dass Corona im Positiven wie im Negativen ein Brennglas für Probleme ist. Das ist das, was ich so als Rückmeldung von den Familien bekomme. Und ich hoffe ganz doll, dass, wenn das alles sich mal wieder bessert, dass das durchaus sauber analysiert wird, was die Situation mit Menschen macht und dass das nicht nur so als Kollateralschäden von einem Lockdown betrachtet wird. Tu mein Bestes, dass das auch öffentlich wird, ne? Dass das quasi nicht ruhig bleibt um die, die sagen, sie kommen mit der Situation nicht zurecht. Ja, wie machst du das öffentlich? Du, wir haben es, ich habe das Glück, dass wir als Laden, glaube ich, relativ gut gehört werden. Und ich habe das Glück, in einer kleinen Berliner Zeitung, die heißt Berliner Zeitung, eine Kolumne zu haben, wo wir das letztes Jahr thematisiert haben und ich sicherlich auch, wenn wir eine Situation haben, dass man mal wirklich betrachten kann, dass ich sagen kann, wisst ihr was, liebe Leute, ich kann euch genau sagen, in den letzten 18 Monaten hatte ich, keine Ahnung, eine Suizidzunahme von so und so viel Prozent, um einfach auch da was zu sagen und im besten Falle ein Statement zu geben, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich bin relativ eng und die schätze ich sehr. Es gibt Freunde fürs Leben, das ist ein Verein hier in Berlin, die sich aus Menschen gegründet haben, die Freunde oder Verwandte durch Suizid verloren haben, die viel Aufklärarbeit machen und das ist sicherlich so der Kanal, über den man relativ gut nochmal, also weil die wirklich, glaube ich, auch Gehör finden. Und ich bin bei euch, also ihr seid alle finden Gehör und ich finde wichtig, dass man darüber spricht und das nicht ausblendet. Ne? Und ich glaube, dass da wir viel Diskurs brauchen, was ist denn was wert? Ne? Also so wie viele Suizide sind in Ordnung, wenn man dafür den Rest rettet, um es mal hart zu sagen. Ne? Das ist ein Diskurs, den wir irgendwann führen müssen. Ansonsten habt ihr das wahrscheinlich auch in euren Gesprächen, die ihr führt. Ich habe schon das Gefühl, dass, also auch aus meiner eigenen Vita heraus, ne, also quasi bin Panikattackenpatient ganz lange gewesen, diese Sachen kommen wieder hoch auf einmal. Ne? Und das werdet ihr bei allen beobachten, die quasi mit dieser Thematik zu tun haben. Ja, meine Depression und meine Angstzustände sind auch wieder so. Und ich muss immer sagen, also, dass, ey Mann, ihr beiden, mir geht's gut. Ich muss mir relativ wenig Sorgen, zumindest auf einer materiellen Ebene oder existenziellen Ebene machen.
aber einfach zu erleben, wie das ganz vielen Freunden wirklich sehr, sehr, sehr schlecht geht in diesen Zeiten, ne? Die nicht wissen, wie sie ihren Kids was zu fressen auf den Tisch stellen sollen, weil sie eben aus Lebensumständen kommen, die durch die wirtschaftlichen Hilfen, die da sind, häufig nicht abgebildet werden. Also die teilweise sehr, meandernd ihr Geld verdienen. Das ist sicherlich eine sehr spitze Gruppe, aber die ist einfach da. Und das ist schon was, wo ich, das ist jetzt gar nichts Zynisches, mich eher wundert, dass die Suizide nicht noch mehr zugenommen haben, als es jetzt eh schon der Fall ist. Ja, ich habe aber schon den Eindruck, dass auch die Hilfsangebote präsenter gemacht werden jetzt so, oder? Also ist das, aber ich kann nicht. Facebook schaltet die Bundesregierung permanent irgendwelche Anzeigen mit Tipps und Hilfstelefonen und sowas. Und man liest auch. Aber die Frage an dich ist, würdest du darauf reagieren, wenn es dir schlecht geht? Nee, aber es beruhigt mich tatsächlich. Also ich werde auf keinen Fall darauf reagieren. Weil ich ja schon so Probleme habe, zu Ärzten oder sonst was zu gehen, weil die sind ja alle ansteckend. Aber es gibt mir eine Beruhigung dafür, dass ich sehe, okay, das Umfeld wird sensibler gemacht. Also, weil ich gerade sagen wollte, dass wir uns halt gewundert haben, voriges Jahr, dass so wenig Artikel erschienen sind über psychische Belastungen und dass das jetzt doch aber, hast du doch jeden Tag in irgendeiner Zeitung irgendein Artikel drin. Was es bringt, weiß ich nicht, aber es öffnet auf jeden Fall Türen oder macht vielleicht einfach sensibler. Also, dass die Leute vielleicht doch mal jemanden fragen, wie geht's denn dir? Und was ich interessant fand, ist, wenn ich irgendwo so Lesungen oder sowas mache, spende ich die Honorare danach und habe es letztes Jahr auch durch eine Freundin bedingt, die hier in Berlin im Frauenhaus arbeitet, quasi dahin gespendet, weil die sagt zum Beispiel, bei uns ist die Hütte voll. Ne? Also so, wo es dann vielleicht nicht immer um primäre psychische Probleme geht. Ja? Und was ich halt gerade medial ganz viel mitbekomme, ist, dass sie sich gerade auf die psychischen Folgen für Kinder einschießen. Da habe ich das Gefühl, das ist so der thematische Dauerbrenner gerade. Und ich habe vor wirklich vielen Sachen Respekt, also nicht, dass ich die Maßnahmen irgendwie falsch fände, aber ich glaube, dass wir bei weitem noch nicht abschätzen können, was das für Folgen hat. Ne? Mit was ich beruflicher viel zu tun habe, ist, ich habe gerade jetzt so häufig Familien, die massiv und doppelt durch die Situation gestraft sind. Ne? Also da ist Mama im Krankenhaus seit 5 Wochen, die ganze Familie darf da nicht hin. Alle wissen, Mama liegt eigentlich im Sterben. Und viele Krankenhäuser sind da wirklich sehr, 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 sehr streng mit dem Hingehen. Und was das an Trauerbelastung auslöst, ne? Sich nicht kümmern zu können, nicht zu wissen, leidet mein Gegenüber, das Gefühl zu haben, nicht da sein zu können, was das in der langen Perspektive mit Menschen macht, kann ich nicht einschätzen. Das macht mir schon Respekt, weil ich das Gefühl habe, dass das zumindest für die, die eine offenere Flanke haben, weil sie nicht immer gesellschaftsfähig sind, schon mehr als traumatisierend wirken kann. Ja, ist halt auch die Frage, wie willst du das in der Situation lösen? Das ist halt ein Problem. Ich hab mir gesagt, dass ich schlaue Antworten habe. Ich glaube, das ist ja auch sehr vielen Entscheidern durchaus bewusst und deswegen glaube ich auch, dass da so viel Heckmeck permanent ist und alle irgendwas toll beschließen und am nächsten Tag rennen sie auseinander und erzählen was völlig anderes. Das auch mit daher, also dass da man... Was ich schon sehe, also wo ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Situation, ich habe vorhin dieses Begriff Brennglas, Probleme offenlegt, die vorher eh da waren. Ne? Du hast irgendwie finde Digitalisierung im Bildungsbereich. Ne? Auf einmal hoch, wir haben ja gar keine Server. Oh, warte mal, zumindest hier in Berlin bekomme ich es mit, dass nicht mal jeder verdammte Lehrer eine E-Mail-Adresse hat. Das ist die Realität. So. Aber ich sehe eben auch fehlende Kompetenzen. Und Kompetenzen meine ich, uns fällt jetzt, oder Menschen, mit denen ich arbeite gerade, doppelt auf die Füße, dass sie eben noch weniger wissen, was brauche ich denn eigentlich, wenn irgendwas
massiv Veränderndes, wie Trauer in mein Leben gekommen ist. Und dass das nochmal eher verschlimmert wird, die Unwissenheit. Ne? Die sitzen zu Hause und ganz wenig zu wissen, wo liegen eigentlich meine Bedürfnisse gerade, wenn ich jemanden verliere. Und ich glaube, dass das eher eine Antwort sein wird, die wir versuchen zu finden, weiter Bildungsarbeit zu machen. Ne? Also wie die Funus-Stiftung, mit der ihr zu tun habt, so, einfach zu gucken, wie kann man Menschen darauf sensibilisieren, sich, und ich schiebe es ja selber auch gerne weg, mit Verlusten vielleicht zu beschäftigen in Zeiten, wo sie dich nicht total betreffen. Also einfach, ne, sich vielleicht kurz Gedanken machen, was brauche ich denn, wenn mein Freund Schwafel nicht mehr da ist? Was könnte ich benötigen? Und das ist, glaube ich, was man verstärken kann oder was man hoffentlich lernen kann aus der Situation, die wir gerade haben. Wie geht das technisch deiner Meinung nach umzusetzen, tatsächlich? Du, was wir machen, ich finde es ganz interessant, wie dankbar das aufgenommen wird. Also vor Corona sind wir relativ viel in Kindergärten und Kitas gegangen. Und wenn dann da so der Bestatter kommt und über den Tod sprechen, wir haben alle so Berührungsängste. Und ich finde mit den Kindern eigentlich immer erstmal ein völlig anderes, ich rede gar nicht über Sterben mit denen. Ich rede immer eher, wie erinnerst du dich an Sachen? Und wie sorge ich dafür, dass ich Sachen hinter mir lassen kann und sich das irgendwie okay anfühlt? Weil das ist eine Situation, mit der jeder im Leben irgendwann umgehen wird können müssen, nämlich ich kann meinen Job verlieren, ohne dass ich darauf vorbereitet bin. Ich muss in eine andere Stadt ziehen. Also was brauche ich, wenn Sachen wegfallen? Und da haben fast alle, wenn ich nicht die Überschrift Tod oben übersetze, total süße Antworten, die man total schön ummünzen kann. Die einen Kinder sagen, na, ich brauche Sachen, mit denen ich mich gut erinnern kann. Und okay, wie machst du denn das? Die sagen, ja, ich brauche Fotos. Okay, wie kann man die dann in eine Form bringen, dass die da bleiben? So. Die eine sagt, ach, ich, also gerade bei älteren Kindern, ich schreibe gern was auf. Ne? Also so, und das sind eher so Ansätze, die man, glaube ich, gut verfolgen kann und die auch, und das freut mich dann immer, die auch wirken, weil ich jetzt so die ersten Kinder, die wir in der Kita besucht haben, zum Teil als Kunden im Laden habe, weil Oma ist verstorben. Und dann sitzen diese Kinder da, erkennen einen A wieder, haben ein bisschen weniger Angst und sagen dir relativ direkt, was sie glauben, was sie brauchen. Und ich glaube, das ist das, wo im Zweifel auch, und damit kann man den Kreis eigentlich auch schließen zu eurer Hauptthematik, ein ganz großer Teil, so habe ich zumindest Depressionen häufig beobachtet und verstanden, sind auch eine Unfähigkeit zu wissen, was tut mir gut und was sind meine Bedürfnisse. Dass das häufig ein Teil des Gesamtproblems ist bei Menschen, die ich kenne, die an Depressionen leiden und wie ich es von mir selber kenne. Und dass das, glaube ich, was ist, was man auch lernen kann. Also ne, immer wieder herauszufinden, was ist denn das, was ich gerade benötige? Wie schaffe ich das, mir das zu nehmen, ohne zu einem egoistischen Arsch zu werden? So, und das sind Prozesse, die, glaube ich, schon, also das ist jetzt sehr groß, wenn ich das sage, aber entschuldige, mir muss niemand beibringen, wie ich herausfinde, wann Adolf Hitler gestorben ist, weil das google ich dir heute. Das ist Wissen, das ist verfügbar. Aber die Kompetenz, wie ich damit umgehe, wenn es mir nicht gut geht, ja, zu vermitteln, das ist was, da bin ich jetzt vielleicht ein Ostkind, ne, weil ich immer, was durchaus eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Und mein Beispiel ist, als es bei mir Anfang der 20er Jahre so losging mit Panikattacken, ey, bis ich drauf gekommen bin, dass das was Psychisches ist, also was total naheliegendes, ne? Wo jeder, der, wenn du das erzählst, was du gehabt hast, sagt jeder, völlig klar, Panikattacken. So, ich habe gedacht, ich habe Gehirntumor. Ich habe, also, ne, alleine, weil ich es nicht wusste, dass es sowas gibt, dass es Situationen gibt, in denen dein Körper sagt, stopp, ich fahr mal kurz runter. So, und das ist was, was mich auch echt danach betrübt hat, wie viel Zeit ich in einer totalen Angst verbracht habe, bekloppt zu sein, körperlich krank zu sein und nicht wusste, warte mal, es gibt Möglichkeiten, wie dir geholfen werden kann. Geh mal, also bei mir war es eine Therapeutin und eine leicht medikamentöse Unterstützung und die hat mir
Also, ich mache Werbung für gute Therapeuten. Mir hat das total geholfen. Es ist danach nicht wieder aufgetreten. Und ich habe mittlerweile auch mit ihr damals zusammen gelernt, Signale zu verstehen, wenn es bei mir zu viel wird. Also ganz banal, ich schlafe normalerweise total gut. Wenn ich mal irgendwann nicht gut schlafe, ist es sofort, alles klar, ich muss aufpassen, hier ist gerade zu viel, ich muss was irgendwie für mich machen. Und ich glaube, das kann man Leuten beibringen. Also da bin ich, vielleicht bin ich da totaler Optimist oder so. Und das ist quasi, wenn du jetzt besser gefragt, das ist die praktische Arbeit, die wir versuchen zu machen und die auch irgendwie dankbar aufgenommen wird. Also so ein bisschen loszulösen vom Tod und eher über eine Grundkompetenz zu sprechen. Ich glaube, Psychologen nennen es denn so, also Anpassungsfähigkeit, ne, an Situationen, die ich nicht beeinflussen kann. Was bekommst du für Reaktionen auf deine Kolumne in dem Zusammenhang? Es ist, also ich glaube, es melden sich ja eh immer nur die, die es gut finden oder die, die es ganz beschissen finden. Also so, es gibt irgendwie so nichts Normales. Ich kriege relativ schöne Rückmeldungen und kriege aber auch negative Rückmeldungen, vor allen Dingen aus der Ecke, und das wäre eine Frage an euch von mir, die halt diesem, wir reden nicht über Suizid wegen dem Werther-Effekt, Ecke kommen. Ja? Rational verstehe ich diese Logik, ne? Aber emotional muss ich dir ehrlicherweise sagen, denke ich, ey, redet drüber, also mir nimmt das Angst, ne? Mir nimmt das ganz viel Druck aus dem Kopf. Und das heißt ja nicht, dass, weil da ist schon was dran, ne? Ich kann das quasi sehen, wenn es sehr öffentlichkeitswirksame Suizide gibt, habe ich immer so 2, 3, die da hinterherkommen bei mir im Laden. Und hatte mir es irgendwann von einer Freundin erklären lassen, das sind dann seltenst irgendwie Fans von dem, sondern die Logik ist dann eher, wenn selbst diese reiche, bekannte, vermeintlich glückliche Persönlichkeit freiwillig das Leben beendet, wie soll ich denn als kleine Nummer hier in der kleinen Welt das schaffen? Und das ist so eher der Effekt, den ich beobachtet habe. Das ist, ne, als hier der Linkin Park-Sänger sich das Leben genommen hat, da haben wir eine relativ größere Welle danach gehabt. Und das waren jetzt keine Fans von dem, sondern eher Menschen, ne, die vielleicht aus dem Rockkosmos kommen mit dem, was sie hören, für die aber eher das Signal war, alles klar, wenn dieser Multimillionen-Dollar-schwere Rockstar sich das Leben nimmt, weil er sein Leben nicht in den Griff bekommt, wie soll ich es dann schaffen? Und ich glaube, das ist das, wo angesetzt werden kann. Ne? Dass es gar nicht die Frage ist, warum hat der das nicht geschafft, sondern eher so zu vermitteln, es gibt Wege, wie es dir im besten Falle wieder gut gehen kann oder wie du mit deinem Leben zurechtkommen kannst. Weil das ist das, was ich... mein bester Freund hat einen ernsthaften Suizidversuch hinter sich. Ich nie, war, also Klopf auf Holz bis jetzt, war auch nie in meinem Kopf zum Glück. Aber was ich bei allen, die gescheitert sind, beobachte, ist die Freude oder die Erkenntnis darüber, oh mein Gott, man kann mir helfen. Das habe ich ganz lange nicht gewusst. Und das ist, glaube ich, das, was vermittelt werden muss. Also ich weiß nicht, hast du das irgendwie, habe ich das irgendwie... Ich will jetzt gar nicht so auf dich eingehen, aber hast du nicht irgendwo geschrieben, dass das auch eine Therapeutin war, die mit deinem Alkoholismus dir geholfen hat? Habe ich das falsch im Hinterkopf gehabt? Nee. Also mein Therapeut hat mir auch geholfen, ja, aber okay. Er hat ehrlich gesagt den Alkoholwart nicht thematisiert, sondern ist aus grundsätzlichen Problemen gegangen. Und ja, ja. Dass ich dann früh beim Schnitten schmieren, als ich mal wieder versuchte, meinen Kindern die Schulbänder zu machen und das alles nur Matschepampe war, habe ich halt irgendwie von eh auf einen anderen Moment gecheckt und habe alles ausgekippt. Zusammen, dass ich halt irgendwie von ihm immer einen Schub gekriegt habe. Also was immer er mir da gesagt haben mag, dass ich da über 8 Ecken da drauf gekommen bin. Auch vorher habe ich natürlich immer versucht, es irgendwie anders zu regeln, ohne jetzt mit dem Trinken aufhören zu müssen. Also. Ja, ey. Aber wie sind denn die Reaktionen für euch? Also, weil was ich ja interessant finde, ist,
ich habe selten das erlebt, dass so unverblümt an die Thematik rangegangen wird. Auch so, und das meine ich nur positiv, so wenig vorsichtig. Ne? Also so wenig, also einfach, Leute, das ist da und wir müssen das jetzt nicht irgendwie verblümt, also schön mit der Blümchentapete, wir müssen das jetzt nicht verblümt darstellen. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle nur freudejauchzend begrüßt haben, was ihr gemacht habt mit dem Buch, oder? Also doch, also die komplett, also und aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben noch nicht eine negative irgendwie, also dass man nicht gegendert, also dass man gegendert hat. Aber sonst waren wirklich durchweg, wir hatten zwei von den über, also 2.500 Bestellungen hatten wir zwei, die es zurückgeschickt haben, weil sie sich was anderes drunter vorgestellt hatten, weil sie gedacht haben, es ist ein Fachbuch. Und das okay. ist minimal, also weil ich auch gefragt habe, warum. Aber sonst, gerade weil wir das so authentisch gemacht haben und weil wir das so erlebbar gemacht haben, ja. Besser gesagt, unsere Beteiligten, weil wir wussten ja zum Teil auch nicht, was wir für Texte bekommen. Ja, also ja, das ja. war ja jetzt nicht so, dass wir zu allen gesagt haben, hier, ihr müsst den und den Text schreiben. Wir hatten das Glück, dass uns genau alle, die genau diese Texte geschickt haben und dass es funktioniert hat, weil wir es natürlich, ja, wir wollten es genauso authentisch darstellen und sagen, hier, das ist deine, oder das ist meine eigene Empfindungswelt, die erzähle ich. Und das hilft vielen, weil das, was, also, weil es das so in der Art noch nicht gibt. Und das wollten wir ja auch. Also wir wollten das, wir kennen ja auch ganz viele Fachbücher und wir haben so viel recherchiert zum Thema auch und viele Dokus geguckt und genau das hat uns immer gefehlt. Also genau dieses, ey, beschreib's, wie es dir geht. So, also, und ich glaube, weil wir am Anfang so offen damit umgegangen sind, wir haben alle Begriffe, die wir haben, also die im Buch stattfinden sollten, einfach auf eine Grafik geklatscht und ich glaube, das war so, naja, also... Ich bin traurig, dass das Buch nicht 20 Jahre früher da war, ne? Also, weil eine ganz wichtige Sache, die mir damals geholfen hätte, dieses, du bist nicht allein damit. Das gibt, also, und das ist was ich mir danach, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hat irgendwann so ein Näschen für die Depressiven, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwann sitzt, also ich habe das Gefühl, dass man die irgendwann hat, wie wichtig das ist, das rauszustellen, ich kenne das, ich habe das auch durch und freue mich darüber, reden zu können. Und das ist das, wo ich eher persönlich versuche, Leuten Mut zu machen. Also ich habe kein Problem damit, ich sitze jetzt hier gerade an unserem Esstisch, deswegen, wenn hier 8 Leute sitzen und essen, nicht in Corona-Zeiten, habe ich kein Problem damit, darüber zu reden, dass es eine Zeit gab, wo ich Antidepressiva genommen habe, die mir geholfen haben und eine Therapeutin hatte, die mich wieder so auf die Spur gebracht hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich kriege Sachen gut auch alleine hin. Und erzähle das auch nicht so, als wenn das eine Heldengeschichte ist. Ne? Das ist nicht, das ist kein Glück, sondern das ist Technik, die können und das ist was Gutes, dass es das gibt. Und denke immer noch, dass viel mehr Menschen da Unterstützung bekommen sollten, denn als sie die wahrscheinlich gerade bekommen. Also setz dich 5 Minuten in die Leipziger öffentlichen Verkehrsmittel oder in die Berliner S-Bahn und du denkst, alles klar, die Hälfte von euch braucht ganz dringend Nein, ihr wisst, was ich sagen möchte. Also und das ist was, wo ich hoffe, dass das, was ihr macht, einfach mit beiträgt, dass Leute vielleicht auch mal schneller sich helfen lassen. Also weil das ist so das, was ich das war ganz lustig, oder nein, eigentlich traurig. Als ich meinem Vater das damals erzählte, wie es mir geht, war er damit total überfordert und hat mir ein Buch geschenkt. Das war so seine Antwort. Und in dem Buch haben die relativ viele, viele Fälle erzählt von Menschen, die in irgendeiner Form an ihre Grenze gekommen sind in ihrem Leben. Und fast alle Geschichten liefen so ab, dass die Leute sich viel zu spät haben helfen lassen. Also immer falsche Medikamente, zu viel Medikamente, erstmal Beruhigungsmittel gefressen bis zum Erbrechen, dann eine Sucht aufgebaut. Ne? Das war große Angst davor, auch zum Beispiel Antidepressiva zu nehmen, die man mittlerweile relativ gut verträgt. Also ich will jetzt gar keine Werbung für Pillen machen. Ich wollte nur sagen, das sind so Bilder, die bei Leuten im Kopf sind, ne? Dass Antidepressiva ganz tolle Nebenwirkungen haben. Und fast alle, auch heute, die ich kenne, die welche genommen haben, sagen,
ey, die Dinger haben mich zumindest in eine Position gebracht, dass ich überhaupt therapiefähig war. Ja, also ich kenne jetzt eure Situation oder eure Geschichte nicht so detailliert. Das ist was, wo ich sage, bitte, ey, wenn dir Tabletten helfen, in eine Situation zu kommen, überhaupt wieder klar denken zu können, nimm sie. Ja. Dafür wurden sie eigentlich gemacht. Dafür wurden sie eigentlich gemacht. Und ich kann es halt auch immer nicht sehr schwer nachvollziehen. Also ich kann diese ganzen Vorwürfe an der Pharmaindustrie, das sind alles Geldschweine und bla bla bla, kann ich alles verstehen. Aber wenn kein Mittel entwickeln würden, was auch eine Wirkung hat, bräuchten sie nicht nach dem Geld gieren, weil dann würden sie einfach auf dem Zeug sitzen bleiben. Oder aber sie stellen irgendwelche Placebos her oder irgendwelche Happy-Macher. Und dass es da einen Missbrauch gibt, das haben wir ja in Amerika mit dem ganzen Scheiß gesehen, der da aus Frauendroge in Großpackungen dann rausgegeben wurde. Also was Faustan entspricht, aber... Du meinst dieses Mega-Schmerzmittel, was da, wo alle von abhängig sind? Ja, Valium, ganz einfach. Achso, ich hatte nur diese irgend so ein anderes Zeug, wie hieß das denn, wo der halbe mittlere Westen dran kapert, irgend so eine, also wirklich auch Hardcore-Schmerzmittel einfach. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, okay, das treibt halt Blüten und das macht letzten Endes natürlich einen schlechten Ruf auf die Pharmakonzerne, was dann rückwirkend auf die Medikation halt wirkt, aber das ist halt die Sache, wie durchspricht man das, indem man sagt, hier Medizin ist dafür entwickelt worden, um Menschen zu helfen und einen richtigen Umgang damit zu finden, ist ja dann auch wichtig. Und weil du vorhin auch Sucht sagtest, klar, logisch, also ich kenne das auch, dass ich jahrelang halt unbedingt Schlaftabletten, egal ob ich sie brauchte oder nicht, habe sie einfach genommen, einfach damit schlafen kann. Also und das hat eine Weile gedauert, um zu kapieren hier, ja, dann wirken sie halt nicht mehr. Dann nimmst du immer mehr. Also es ja. Ist ein Teufelskreislauf. Also ich will auch, verstehe mich nicht falsch, ich will auch Rausch gar nicht verteufeln, weil ich, ne, also ich kenne Rausch und ich schätze Rausch auch. Ne? Also weil das auch was ist, was glaube ich, was sehr Menschliches ist. Ne? Weil sie irgendwie, wie lange Leute schon nach Mitteln suchen, um in andere Sphären zu kommen. Aber ich wollte nur sagen, hätte das Buch in der Form, in der Zeit gegeben, auch mit den Persönlichkeiten, die drin sind, und es hätte mich erreicht, mir hätte das geholfen, so einfach früher zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu einem Therapeuten und gucke, ob der mir helfen kann. So. Und nein, ich bin nicht verrückt. Das gibt ganz viele, die das haben. Also so ganz banale Sachen, die aber, wenn es dir nicht gut geht, ne? Also wenn dir jemand sagen würde, du in, ich weiß gar nicht, wie hoch der Anteil von Menschen ist, die ein Alkoholproblem haben, damit kämpft wahrscheinlich jeder dritte erwachsene Mann, den ich persönlich kenne, hat ein Problem mit zu viel Trinken. So, heißt nicht immer, dass der Alkoholiker ist. Aber dass die mal in der Lage sind, darüber miteinander zu reden und zu sagen, aber wo sind denn deine, wann greifst du zur Flasche? Warum machst du das? Also, nicht, dass ich es nie mache, nicht falsch verstehen, aber was das helfen würde, wenn dir jemand früher gesagt hätte, sag mal, ich habe es mich erlebt, ein Freund kommt zu mir und sagt, sag mal, Erik, hast du eigentlich gemerkt, dass du gerade beim Abendessen eine halbe Flasche rumgetrunken hast. Also so süffisante Runde. Ich hab's nicht wahrgenommen. Ja? Und wie dann so Wahrnehmung geändert wird, wenn mal jemand so, der eigentlich von deiner Seite der Welt kommt, sagt, du, das ist ganz schön krass. Also ich habe ein Glas Wein getrunken, du halbe Flasche rum. Das war, finde ich, wichtig, dass man sich traut, das anzusprechen. Und das kann das nur, also... Ich brauche jetzt bei euch jetzt keine Werbung für euer Buch machen. Ich will nur eher sagen, wie die Thematik mir am Herzen liegt. So. Ja, uns auch. Also uns geht es wirklich um die Thematik. Und du hast es echt gut beschrieben, gerade was wir mit unserem Buch auch wollten. Weißt du, dass genau das, eben, ja, dass man sich verstanden fühlt, dass man sich aufgehoben fühlt, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man auch vielleicht Sachen verstehen. Deswegen haben wir nicht nur Depression oder nur Angst, sondern wir wollen nämlich alles... Auch um einfach zu zeigen, okay, vielleicht dachte ich bisher, ich bin depressiv, aber vielleicht habe ich ja noch was anderes, jetzt nur als Beispiel. Und dann lese ich und denke, ach, und ich glaube, einfach die Erkenntnis erstmal, wie du gesagt hast, ey, ich habe kapiert, ich habe Panikattacken. Das war der erste Schritt, dass es dir besser ging. Weißt du? Was ich hier gerade, also ne, so Suchtverhalten, wo das hingehen kann. Wir hatten in der ersten Welle der Suizide relativ viele junge Menschen aus dem Partyumfeld, also aus so einem
sehr schnellen, oberflächlichen Instagram-Leben, das auf einmal wegbrach. Ne? Also auch da wieder die Frage, wie kann man Leuten beibringen, wo ziehe ich eigentlich meine Stärke her? Ist das abends vorm Club stehen und mir klopfen alle auf die Schulter? Ist das nachhaltig? Ist das was? Ne? Oder gibt es nicht auch Kanäle, wo ich mir selber Kraft geben kann? Und wie gesagt, ich glaube daran, dass das eine Aufgabe von Pädagogik und auch Erziehung ist, das zu vermitteln, soweit das irgendwie geht. Ja. Wenn sie es dann mal dürfen, ja. Ja, ey. Weil das haben wir in unseren ganzen Workshop-Jahren immer wieder erlebt, dass selbst wenn sie wollen, muss das Bildungssystem das hergeben. Also da muss es. Obwohl ich da immer sagen muss, da habe ich mittlerweile ein bisschen dazulernen dürfen, dass zum Beispiel an Schulen das Direktorat, die haben ein Budget, was die frei einsetzen können. Ja, also, ne, und wenn da eine Sensibilität für so eine Fragen herrscht, dann können die da auch was machen. Wir hatten vor 3 Jahren die Situation an der Berliner Schule, dass sich mehrere Jungs zwischen 10 und 13, sehr, sehr jung, suizidiert haben. So. Die haben das weggeschoben im ersten Schritt damit, dass das statistisch keine Suizide sind, sondern Unfälle. Also auch versicherungstechnisch, ne? Wenn jemand mit 11 sich das Leben nimmt, ist das kein Suizid, sondern ein Unfall. Das heißt, wir müssen uns damit nicht beschäftigen. Und du aber wirklich sagst, ey, warte mal, der hat sich, also mittlerweile kann ich das erzählen, der hat sich stranguliert mit 11. Und der hat sich mit, der 13-Jährige hat sich von der S-Bahn geworfen. Das sind keine Unfälle, auch wenn ihr das statistisch so betrachtet. Die Argumentation ist halt, die können die Folge der Aktion nicht zu 100% einschätzen. Deswegen läuft es unter Unfall. Und was da, wie lange das gedauert hat, bis die Eltern auch verstanden haben, wir müssen hier Aufklärarbeit in der Schule machen und wir müssen einen Weg finden, wie unsere Kinder mit Druck umgehen. Weil alle diese Suizide aus, also da haben die, oh, ich bin ja, mein Kind ist noch nicht schulpflichtig, wenn ich hoffe, dass jetzt keiner eurer Zuhörer meckert. Du machst mittlerweile, glaube ich, in der 10. Klasse auch, wenn du Abitur machst, einen Abschluss, auf den du zurückfällst, wenn du dein Abitur nicht schaffst. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig erklärt. Und die standen alle mit totalem Druck vor diesen nächsten Jahren, die auf diesen mittleren Schulabschluss hinlaufen und hatten alle Panik davor, was ist, wenn ich da schlecht abschneide, ja? Und was das mit jungen Menschen macht, so einen Druck zu haben, da kommt eine Prüfung auf dich zu, an der wirst du im schlimmsten Fall dein ganzes Leben lang gemessen. Ja, also ein bisschen auch wie unser, ich weiß nicht, wie mein Abi. Das hast du einmal gemacht und dein Leben lang steht da diese Note. Und selbst wenn ich mich heute irgendwo bewerben müsste, wird immer noch der Erik bewertet, der mit 20 ein Abitur gemacht hat. Also, ne? Und wo dann wirklich die Frage aufkommen musste, wie gehen die damit um? Und da gab es interessanterweise Direktoren, die da sehr offen sich Leute dazu geholt haben, auch um das Lehrerpersonal besser zu schulen. Und andere Schulen, wo du gemerkt hast, nee, das ist einfach, es ist kein Thema bei denen. Die trauen sich da nicht ran. Und ich kann nur mutmaßen, aus was für Gründen und finde es sehr bedenklich. Deswegen sagte ich aber Bildungssystem, weil das muss oben erlaubt werden. Ja. Erst mal gesagt werden, hier Leute, bitte macht das alles. Hört auf, den Leuten nur sinnlos Wissen in den Kopf zu stopfen, was sie nicht kennen, sondern bildet Menschen heran, die halt lebensfähig und lebenswillig sind und auch anderen dabei helfen wollen. Und das von politischer Seite aus auch gewollt wird. Ich finde das Wort lebensfähig sehr schön, weil das ist, ich sehe das jetzt ein bisschen abstrahiert beim Trauern von Menschen, wie häufig ich sage, das, was gerade passiert, ist normal. Also, ne, dass du traurig bist und dass das länger dauert, das ist nicht morgen wieder gut. Ja? Und das kann sein, dass dich das dein Leben lang in irgendeiner Form begleitet. Du wirst damit umgehen können. Und das Gleiche hast du aber auch bei Jugendlichen zu sagen, du, es wird Krisensituationen geben und die gehören zum Leben dazu. Das ist was ganz Normales. Ich kenne keinen, der das nicht gehabt hat. Sei doch vorbereitet, das wird kommen und du hast bei mir offen ist es. Ne? Du hast bei mir als einem Partner ein offenes Ohr, du kannst kommen. Und wir mussten da alle durch, ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die muss vermittelt werden. Und das fehlt gerade so ein bisschen. Das ist auch was, ne? Also ich nutze auch soziale Medien,
Wenn ich mir aber vorstelle, meine Tochter ist jetzt, die wird 3, was so eine Bling-Bling-Welt, die sehr problembefreit ist, mit der Selbstwahrnehmung macht, wenn dann die erste Krise mal da ist. Weil das ist wiederum was, ich muss immer über Trauer reden, weil das ist das Einzige, wo ich mich mit auskenne. Gerade wenn junge Menschen versterben, wie häufig man dann hört, wir haben uns ja immer so unsterblich gefühlt alle. Also es war einfach in der Realität, also in meiner doch auch, erste Weltkinder, hier gibt es keine echten Probleme. So, und wenn die kommen, dann lösen wir die schon irgendwie mit Intellekt oder mit Geld. Und dann kommen auf einmal Probleme, die sich mit beidem nicht lösen lassen. Ne? Also nicht gesellschaftsfähig zu sein, kannst du nicht mit Intellekt oder mit Geld lösen, sondern das kannst du vielleicht mit Wissen lösen, wie man solchen Problemen umgeht. Das muss dir jemand vermitteln. Ich rede mich in Rage, es tut mir leid. Nee, ist total schön. Wirklich. Mein Kopf wird roter, ich sehe das, ich bin mir aufgeregt. Ja, kann auch am Rumliegen. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich so, weil es regt mich so auf, dass ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen ich schon beerdigt habe, die hätten gerettet werden können mit den dementsprechenden Umfeldern. Und ich tue mich total schwer, also ich begleite viele Suizide, merke aber, wie ich aufpassen muss, das auch nicht zu bewerten. Ne? Wenn dann Papa am Essenstisch mit seinen Kindern, und die Geschichte ist genau so passiert, er steht auf, die essen Armut, geht zum Fenster, springt raus. Keine Vorgeschichte, kein Abschiedsbrief. Ey, was macht denn das mit den seinen Kindern? Ob die jetzt den hätten retten können mit der richtigen Betreuung, weiß ich nicht. Aber das sind so Extremfälle, wo ich denke, so, Alter, da wird nicht nur ein Leben kaputt gemacht, da hast du nachher 3 Leben, die im Arsch sind, weil du davon schwer traumatisiert bist. Und ich glaube, dass das okay ist, aus dem Leben scheiden zu wollen. So, das will ich nicht bewerten. Was ich bewerte, ist, wenn ich andere mit in den Abgrund ziehe. Und das beobachte ich leider. Also es gibt da so Gender-Untersuchungen zum Thema Suizid. Wie machen das Männer, wie machen das Frauen? Das sind vor allen Dingen Männer, die das auf eine Art und Weise machen, dass es möglichst viele Menschen mitkommen. Musst du mal darauf achten, wenn du sehr öffentlichkeitswirksame Suizide hast, sind das zu 90% Männer. Also wenn jemand vor eine Bahn springt, ist es ein Mann. Und das kann ich echt aus meiner Arbeit nur bestätigen, dass weniger Frauen sich suizidieren. Und dass es denn eher so ist, da ist noch ganz sauber vorbereitet so ein Zettel vorne an der Tür. Liebe Leute, im dritten Zimmer links liegt jemand. Wenn ihr reinkommt, seid vorsichtig. Das ist Männern scheißegal. Die reißen alles mit sich runter. Und das ist was mich schon auch wütend macht, trotz dessen, dass ich weiß, dass Menschen, die so weit sind, dass die sich suizidieren, das nicht mehr bewusst wahrnehmen. Kann ich mich davor nicht schützen, dass ich sowas wie eine schützende Wut für die empfinde, die hier bleiben? Großer Kreis, tut mir leid. Völlig in Ordnung. Sind ganz viele Sachen drin. Gesamtgesellschaft, das Leben. Also. Und das ist was, weswegen ich sage, ist alles, was ihr macht, gut, wenn das nur 2 Suizide verhindert und 2 Leuten hilft, sich in eine Behandlung zu begeben, sind das 2 Familien, die nicht langfristig traumatisiert sind. So, das muss, also da rechne ich gerne in möglichst kleinen Zahlen. Also wenn von den 2.500 Büchern 10%, lass es 1% sein, einen Schubs bekommt, sich mit Sachen zu beschäftigen, dann könnt ihr sagen, alles klar, ich komme in den Himmel, ich habe meine gute Tat getan. Müsste man erst mal an den Himmel glauben. Tue ich auch nicht. Aber warte mal ab. Wir werden es alle rauskriegen, ich weiß. Das ist total geil. Schöne Geschichte. Also zum Abschluss eine Geschichte. Ich war gerade, mein Laden 14 Tage offen, klingelt nachts das Telefon. Das ist eine relativ klare Stimme. Und wie ist das? Kannst du was sehen, wenn die sterben? So morgens um 4. Total. Das war ein sehr gruseliger Anruf, den ich da bekommen habe. Ich hoffe, dass ihr irgendwie an diesem Projekt weiterarbeitet. Wie geht es denn da weiter? Tragt ihr das in die Schulen rein? Kriegt ihr eine Chance dafür? Wir fangen jetzt da gerade erst an. Also es klingt komisch, aber wir können jetzt uns erst darum kümmern, weiterzudenken, selber an die Verwertung zu denken, weil wir in letzter Zeit nur damit zu tun hatten,
Posts zu teilen, Bücher zu verschicken, ein bisschen Presse zu machen, also weil es gerade läuft. Also und jetzt haben wir endlich weit, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns selber mal Gedanken machen, was wollen wir denn eigentlich mit dem Buch weitermachen oder mit den Inhalten. Also, eigentlich ist doch, im besten Fall habt ihr doch gerade den perfekten Zeitpunkt, um an die Schulen heranzutreten, nämlich zu sagen, wisst ihr was, ihr habt doch gerade gesehen, was passiert, lasst uns Bildungsarbeit machen und wir können euch schöne Inhalte dazu liefern. Ja. Ich weiß immer nicht, wo ich, wenn ich zu dir gucke, gucke ich nicht mehr in die Kamera. Das ist ich hoffe, dass wir uns ganz bald in Leipzig sehen. Ich bin ja einmal die Woche da und ich hoffe, dass wir bald mal wieder was essen gehen können und rausgehen können vor die Tür. Ja, danke. Dankeschön. Hey, bis ganz bald.